So, hey Leute, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Dieses Mal Innenstadt. Cool. Altstadt, Innenstadt. Und The Family ist auch dabei. Also, als erstes sind wir jetzt hier an der Kaiserpfalz. Und hier habe ich jetzt, hier habe ich sogar übermorgen eine Hochzeit. Nein, übermorgen schon. Ja, weil, wir gehen einfach erstmal. Nee, und hier unten ist ein schöner Fotopoint. Guck mal, Steffi, wie schön. Das ist die Kaiserpfalz mit der riesigen Wiese davor. Früher standen, da waren hier wirklich Konzerte drauf. Wen haben wir hier gesehen? Fury in the Slaughterhouse. Mario Müller Westernhagen. Dann ist Roland hier... Roland Kaiser sollte kommen. Und ja, hier stehen so ein paar Skulpturen rum und so. Und hier unten steht normalerweise zur Weltmeisterschaft eine riesige Leinwand von unserem Kino. Weltmeisterschaft? Und dann ist hier alles voll gewesen, aber das machen sie auch nicht mehr so, weil man die Wiese halt nicht mehr so zerstören soll. Gar nicht Europameisterschaft. Europameisterschaft? Naja, auf jeden Fall befinde ich mich hier doch an der, das ist die Südseite. Ja, da hinten ist die Altstadt, Innenstadt, da gehen wir auch gleich hin. Aber erstmal möchte ich euch, da oben, ganz oben in der Ecke, da ist das Biedermeierzimmer, das Standesamt. Und jetzt gehen wir aber erstmal in den Park nach hinten, weil den kennen die meisten gar nicht, weil da auch gar keine, doch da steht ja, Rammelsberg Pfalzgarten. Aber wenn ich die Leute da immer hinschicke, gehen sie doch mal nach da hinten, was, da ist noch was? Das ist voll schön hinten. So, hier im Pfalzgarten befindet sich die Location für meine Hochzeitsbilder, da nimmt man mal hier so eine Ecke oder. Aber jetzt gehen wir mal hier rüber, der ist jetzt nicht groß. Hier ist die schöne Gegend und hier hinter der Mauer befindet sich so ein bisschen runtergekommener Garten. Den wollten wir jetzt eigentlich schön machen. Guck mal hier, ich glaube von Henry Moore ist diese Skulptur hier. Steht hier auch schon ewig. Und hier kannst du jetzt schon mal einen Blick in die Altstadt werfen. Und dann zeige ich euch gleich noch einen kleinen Insider. Ja, hier kannst du schön in die Altstadt runter gucken. Schön, ne? Schön ist das schön. Eine schöne Fotoperspektive. Ja, der Garten ist jetzt okay. Aber die Tür finde ich witzig da oben. Da oben ist wieder der Steinberg, wo wir drauf waren. Da, wo der Mast steht. Was? Ja, die Tür ist eure. Ey, Kossa, mach hier nicht so eine Faxen, das geht hier hinter runter. So, und jetzt wollte ich euch eigentlich erstmal. Solltet da jetzt auch nicht hingehen, aber ich zeige euch mal den Insider. Kinder, kommt mal mit. Ist auch eine kleine Fotolocation, wo ich mit Brautpaaren auch manchmal hingehe. Pass auf, geht man hier so durch. Dann geht's hier runter. Lass Baby mal los. Kinder, seid bitte nicht so laut. Geht's hier um die Ecke? Und hier ist es nämlich direkt unterm Biedermeierzimmer. Warte. Oh, guck. So. Und da oben, da wo die Blumen stehen. Glaubst du, dass ich hier auch noch nie war? Nee. Da ist das Zimmer, wo drin getraut wird. Guck mal, die vier Fenster da oben. Steffi. Fotografierst du hier auch Leute? Ja. Schön hier, oder? Ja, siehst du, das wissen nur Fotografen. Hey, ich bin hier geboren, aufgewachsen. So, und jetzt, ach Mensch, der kleine Hund. So, jetzt geht's weiter, Leute. Hallo.
Kinder, ich muss euch noch ganz kurz einen Kindheitsinsider erzählen. Als wir Kind waren und hier vorne mal durch ein Fenster geguckt haben, da haben wir nur so einen kleinen Spalt gesehen und da hat uns ein Gespenst angeguckt. Was mal echt jetzt? Und seitdem hatten wir Angst, hier hinten in den Garten zu gehen. Das war hier um die Ecke irgendwo. Ja. So, das hier ist nämlich der eigentliche Pfalzgarten. Man sieht schon, man kann immer nur alles beschmieren, ne? Haben Sie hier ein bisschen was gemacht? Nee, alles beschmiert. Es macht doch keinen Spaß, oder? Es macht doch keinen Spaß, irgendwas schick zu machen, wenn man alles wieder beschmiert. Weißt du was? Wir gehen da jetzt runter und dann gehen wir ein bisschen durch die Altstadt zurück. Dann habe ich das auch gleich. Ja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Park angekommen. Was denn? Gerade runter. Sind so gegangen. Ja, ich sage gerade, legt euch nicht wieder aufs Maul wie letztes Mal. Also wir sind jetzt, hä? Herr Colin, die ist voll auf die Fresse geflogen das letzte Mal. Also hier unten fließt jetzt auch schon die Abzucht. Die Gose. Ach ja. Ja, da kann ich ja gleich mal eine Geschichte zu erzählen. Gose. Das ist die Gose. Kinder, warum heißt denn Goslar Goslar? Aus dem gleichen Grund, wie Fienburg Fienburg heißt. Früher, die ersten Leute, die sich hier angesiedelt haben, die haben an der Gose ihr Lager aufgeschlagen. Das Gose-Lager. Und darum heißt das Goslar. Also so kenne ich das. Kann ja sein, dass es auch irgendwo anders herkommt, aber so habe ich es halt irgendwann mal aufgeschnappt. So, auf der anderen Seite geht es jetzt hier raus in die Altstadt. Und wenn man links weggeht, kommt man wieder hoch zum Rammelsberg, zu dem Bergwerk. Wir gehen links. So, das ist so eine Art Schutzteich gegen Eindringlinge gewesen oder so hier. Und normalerweise sitzt hier immer eine Schildkröte, aber wir haben ganz schön Hochwasser. Ich denke, die hat sich einen anderen Platz gesucht. Wollen wir mal hier hochgehen? Dann können wir nach Frankenberger und dann gehen wir runter wieder zurück zur Pfalz, okay? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Jetzt gehen wir noch Goslar rein und zwar im Osten geht die Sonne auf. Wir sind jetzt im Westen wieder am Steinberg. Und hier am Steinberg steht die Frankenberger Kirche. Da kann man eigentlich auch in den Park gehen hinten. Vielleicht kommen wir hier vorne durch. Wer hat hier geheiratet? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall war ich hier auch schon mal auf einer Hochzeit drin. Oder war es eine Taufe? Ich weiß es nicht mehr. Cosma schimpft gerade mit mir. Cosma ist immer stinkig mit mir. Ja, tschüss Cosma. Komm, wir gehen jetzt hier lang. Oh, guck mal, habt ihr schon mal so ein schönes Haus gesehen? So, wir sind... Natürlich ist das schön. So, hier sind wir jetzt an der Frankenberger und gehen jetzt gegenüber direkt in die Altstadt. Und... Ja, Cosma, weißt du, was hier geil ist an der Altstadt? Das ist genau so... Nichts für mich. Pass auf, ich zeig das mal. So, das sind diese alten Bergarbeiterwohnungen. Die Leute mussten ja damals, die mussten etwas kleiner sein, damit sie in den Stollen passen. Und da wurden dann halt nur kleine Leute eingestellt. Und die haben dann eben hier gewohnt und haben dann eben auch nur eine kleine Tür in ihr Haus gebaut. Cool, oder? Hier, Cosma könnte Bergarbeiter sein. Ja, habe ich das Falsches gesagt. Cosma könnte Bergarbeiter sein. Die passt durch jede Tür hier durch. Was? Hier haben sie noch neue Türen eingebaut. Ja, höhere, größere. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, verboten, hier was anderes reinzubauen, als es der Denkmalschutz vorschreibt. Da musst du wenigstens so tun. Als ob es alt wäre. Es gibt Leute, die lieben das. Die alten Goslarer wohnen hier gerne in der Altstadt. Wenn ich alt wäre und kein Auto mehr brauche und sowas alles, dann ist das besser. Guck mal, die Tür da ist auch sehr klein. Ich möchte ja mal wissen, welches hier die kleinste Tür ist. So, da geht es jetzt weiter. Hier hat einer was Schönes aufgebaut. Was ist denn das? Eine Playmobil-Landschaft. Was
sind die alten Omis und Opis, die machen was hier. Dass die Leute, das haben wir auch genau das. Dass die Leute was gucken können. Was habt ihr? In der zweiten Etage. Aha. Das haben wir auch. So, guck mal, Steffi. Hier gibt es eine kleine versteckte Kapelle. Und zwar genau da. Das ist eine total schöne kleine Kapelle. Da hat nämlich deine Freundin ihr Kind taufen lassen. Ja. War voll schön. Ja, war es auch. So, hier vorne hat mein Kumpel gewohnt. Mit Toilette auf halber Treppe. Mit oberem Spülkasten. Ey, das war noch was. Der hat mich immer gefragt, muss noch einer aufs Klo? Weil ich muss jetzt. Ja, wenn der auf dem Klo war, bei Klo auf halber Treppe, das ging gar nicht. Meine Tante hat auch noch ein Klo auf halber Treppe. Also die hat auch ein Bad drin, aber ich weiß gar nicht, ob die das Klo hat. Keine Ahnung, was haben wir denn hier vorne? Ein Künstler? Ja, das ist Kunst. Echt Harry Potter? Nein, Bücher. So, guck mal hier vorne. Haben wir einen kleinen Künstler. Ach, das sind alte Bilder von Goslar. Wie cool. Die kleine Kapelle, die ich ihm gezeigt habe hier, ne? Mhm. Und hier hat Sven gewohnt. Haben da auch neue Fenster eingebaut. Bilder aus dem Nachtjackenviertel. Das hier ist das Nachtjackenviertel. Da kann ich ja mal ganz kurz rüberschwenken. Das ist, so wie es aussieht, ist es genau die Straße hier. Okay. Hier, ich habe hier rechts gerade eine Straße entdeckt. Wollen wir da mal durchgehen? Wo kommen wir denn da lang? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal ganz kurz da vorne an die Ecke gehen. Da steht nämlich irgend so ein bekanntes Haus. Ich weiß jetzt nicht im Moment nicht, wie das heißt, aber ich werde es gleich wissen. Und zwar dieses dort. Das ist auf ganz vielen Fotos. Mal ganz kurz gucken, was das für eins ist. Hier 1730. Hier die Bergstraße, Schreiberstraße. Hans Siemens. Aha, okay. Alles klar. Aber was ist das für ein Haus? Moment, ich werde mich ganz kurz informieren. Ich habe mich informiert, es ist das Siemens-Haus. Werde ich mal unten verlinken, was es damit auf sich hat. Bestimmt interessant. Ich glaube, es ist eine Sehenswürdigkeit. Auf der anderen Seite gibt es noch das Mönchehaus. Und da ist auch ein Museum drin. Das ist super interessant. Da gehen wir dann nachher auch noch hin. Jetzt muss ich erstmal meine Family suchen. Die ist schon wieder vorgerannt. Vor mir ist jetzt schon wieder die Pfalz. Aber wir gehen jetzt hier rein. Toll, und jetzt sind sie schon wieder weg. Ah, so, hier Leute, wisst ihr, was das hier ist? Dieser Streifen, wo ich gerade drauf gehe. Hier wurden früher die Abwässer abgeführt. Ich glaube, einmal die Woche war das so, dass man hier keine Fäkalien oder so in die Gosse reinkippen durfte, weil da Bier gebraut wurde. Das endet nämlich irgendwo in der Gose und in der Abzucht. Und einmal die Woche durfte man hier keine Kacke rein. Das wurde dann, ja, Cosma? Ja, das wurde dann hier abgeleitet, dann wurde die Gose umgeleitet, siehst du, die ist nämlich genau hier nebenan. Und dann wurde das alles weggespült, die ganze Scheiße. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, hier fließt nämlich die Gose direkt durch die Stadt. Und hier gibt es auch ganz viele kleine Abzweigungen. Wir wollen doch kurz zu Klapperhagen runter, dann lass uns da runtergehen. Was willst du? Ach, Steffi kennt sich nicht aus in Goslar. Du willst zurückgehen, oder?
Oh, wie schön hier, guck mal. Komm, wir gehen noch einmal runter Richtung Markt und dann gehen wir zurück zum Auto. So, siehst du, hier geht es nämlich rechts weg und wieder zurück in die Gose. Aber wo ist denn dann die Abzucht? Ach, die reden nicht mit mir. Dann muss ich eben den Stadtführer hier spielen. So, jetzt bin ich hier nochmal zurückgegangen und zwar aus folgendem Grund. Das hier vor uns, da, dieses Eckhaus, das ist der Ritterram. Und der hat nämlich mal gebrannt, lichterloh, der ist voll abgebrannt. Und Bekannte von uns haben hier gegenüber gewohnt, hier oben. Und denen sind damals sämtliche Scheiben geplatzt. Ja, so sieht das hier aus. Wir haben dann natürlich auch so Schandflecke, wie zum Beispiel das hier. Da kann ich jetzt nicht runterfilmen, weil da jemand vorbeigeht. Aber das zeige ich euch jetzt. Das war früher mal Café, Theater, Live-Musik. Das war früher mal so eine Kneipe. Aber da traut sich keiner mehr ran, weil nichts mehr los ist hier in Goslar. Wenn wir jetzt hier rechts um die Ecke gehen, kommen wir zum Markt. Aber wir gehen hier hinten rum, weil wir dann an einer alten Mühle vorbeikommen. Ich nenne es mal Klapperhagen. Ich muss mal gucken, wie es wirklich heißt. So, wir haben natürlich auch ein Gefängnis. Das befindet sich dort. Oh, sind sogar ein paar Zellen belegt. Das ist echt unser Knast. Daneben ist das Amtsgericht, ein sehr schönes Gebäude. Und hier ist jetzt wieder die Gose und auch wieder dieser Pfad, dieser rote. Und auf der rechten Seite, das ist das Heilige Kreuz und hier sind auch die kleinen Fenster. Das sind ganz viele kleine Lädchen, wenn man da rein darf. Da sind, ach da guck mal, da ist schon die Marktkirche. Da sind ganz viele kleine Goldschmiede und Handwerker drin, die schöne Sachen machen. Und da kann man dann auch reingehen und sich das angucken und kaufen. Das Heilige Kreuz. Ja, versuch's, Cosma. Ich bin als Kind, bin ich mal die ganze Gose runtergelaufen mit meinem Kumpel. Und dann haben wir sogar ein paar Sachen gefunden. Cosma. Ey, versuch's, ohne dir die Grätschen zu brechen. Oder lass es einfach. Ey, Cosma. Ey, Leute. Nein, ruf sie bitte nicht. Super gemacht, Cosma. So, Achtung, ich muss hier runter. Die ist einfach hochgesprungen. Jetzt können wir mit dem Boot, weißt du? Na klar. Klar kannst du mit dem Boot runterfahren. So, hier geht es jetzt ein bisschen runter und wir sind jetzt am Hohen Weg angekommen. Vor uns ist die große Schule. Das hier ist eine Schule, da gehen irgendwelche... Was ist das für eine Schule? Ach, guck mal. Ist doch gar keine Schule mehr. Nee, ist keine Schule mehr. So, der Hohe Weg ist einfach nur die Straße, die hier hochführt zum Amtsgericht. Auf der Seite geht es rein zum alten Wasserrad und da will ich jetzt mal hin. Und dann gehen wir über den Marktplatz wieder zurück zum Auto erstmal. So, angekommen am alten Mühlrad. Ich muss mir das gleich mal angucken, wie es wirklich heißt. Ich muss mal ganz kurz warten. Okay. So, für Kinder ist das super interessant. Schade, dass es heute nicht läuft. Das Wasser wurde da halt dann teilweise über das Mühlrad laufen lassen und dann wurde da drin halt eine Mühle angetrieben. Ich weiß nicht, was da gemahlen wurde, wahrscheinlich Bier. Ja, jetzt schlafen hier die Tauben drauf. Und hier nebenan haben, ach, hier ist jetzt das Zinnfigurenmuseum. Ah, und das Goslarer Museum, hier ist ein sehr schönes, eine schöne Pinte. Und da geht es durch zum Marktplatz. Aber wir gehen hinten rum zum Marktplatz. Wenn du die hier rennen lassen würdest, die würde nur älter. Ja, meinst du, die würde wegrennen? Nee. Hier nicht, weil hier keine Schmetterlinge oder irgendwas ist. Steffi, guck mal, Goslar ist echt schön, oder? Naja. Also Goslar.
Also wenn ich das jetzt... Wohnen würde ich auf gar keinen Fall. Hallo, wir wohnen in Goslar. Mhm. So, hier ist der Platz. Altstadtfest, ist hier was los. Hier spielen die Bands. Hier ist die Bühne, glaube ich, heißt das, ne? Ist ja auch schon länger. Ja, schade. Weh. Das letzte Mal ist Colin hier runtergesprungen und sofort auf die... Das war voll schlimm. Du bist... Wir mussten... Hier so ein bisschen. Egal. So, guck mal. Hier befindet sich wieder Kunst. Das ist Goslar. Kann ich ja jetzt mal zeigen. Hier ist der Zwinger mit dem Folterkeller. Hier ist das breite Tor. Jakobikirchhof und, ach, weiß ich jetzt nicht. Hier ist die Frankenberger, das ist die Kaiserpfalz. Jetzt sind wir hier hinten rumgegangen, sind hier oben rum. Dann sind wir hier durch die Altstadt zurück und jetzt sind wir genau hier, ja, Standort. Jetzt gehen wir hier rüber zum Markt, Marktkirche. Guck mal, hier ist der Marktplatz, Stefanikirche. Oh, die streiten sich da schon wieder, Leute. Ein schöner Ausflug nach Goslar. Was ist denn hier schon wieder los? Ey, guck mal, wie schön das hier ist, Leute. Nee, ich will jetzt nach Hause. Oh, Cosma. Lass das da, Cosma. Ich weiß es nicht. Da ist ein Fisch. Cosma hat jetzt wieder irgendwas entdeckt und muss ins Wasser springen. Pass mal, was ist. Oh, guck mal, die ganzen Fische, die da wegflitzen. Schlüssel, richtig schöner Schlüssel. Was, ein Schlüssel? Hä, hey, was ist das? Pokal oder so? Das ist meins. Ja, es kann ja deins sein. Ja, ihr kriegt es nicht. Und ja, ich weiß, dass du uns nicht magst. Ich schmeiß es eh irgendwann weg. Nein, das ist voll schön. Ist das aus Plastik oder ist es aus Eisen? Aus Eisen. Und dann weiß ich, Plastik. Ja, ist doch schön. Plastik würde ich spielen. Ach, das weiß doch viel. Nein, so. Hier ist eine richtig coole Kneipe hier unten. Hier, das geht so richtig runter und dann sitzt du da richtig tief unten am Wasser. Aber ich gehe gleich mal gucken, wie das Ding heißt. War ich auch noch nicht. Hier, guck mal, Steffi, was hier alles liegt. Guck mal hier, was hier liegt. Hier könnte ich meine Sammelfunde abgeben. Roberto Cavalli. Guck mal, Roberto Cavalli. Was? Nein. Zeig mir mal. Ich nehm's dir nicht weg. Zeig mal hier. Nee, nicht anfassen. Boah, Cosma. Mal angucken. Oh, Mann, oh. Also, das ist unser Museum. Das ist sehr interessant. Ich war da schon mal drin. Kinder, das müsstet ihr eigentlich auch sehen. Zeig mal her, Cosma. Was hast du da? Ja, nur angucken. Ja, zeig bitte. Was steht da drauf? Roberto Cavalli. Weißt du, was das ist? Das ist ein Deckel von einer Parfümflasche. Ja. Oh, schade. Steffi, wo willst du jetzt hin? Was willst du? Zu hartig. Ich wollte eigentlich zum Marktplatz. Also wenn wir hier hinten auf der rechten Seite gibt es eine Schule mit dem höchsten Klassenzimmer. Ja, das weißt du auch nicht, ne? Steffi weiß gar nichts von Goslar. So, hier fließt die Gose auf der rechten Seite. Also am Harz lang direkt runter, durchs Mundloch raus. An der Wallanlage und hier links. Das ist die Wortstraße. Hier befindet sich die kleine Kneipe, die Wortmühle. Hier auf der rechten Seite ist auch mal ein Haus rausgebrannt. Das konnten sie nicht mehr retten, darum haben wir jetzt hier eine Lücke. Aber ich wollte ja eigentlich da hinten zum Marktplatz, den wollte ich euch ganz kurz zeigen. So, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, hier gibt es das Zoohart. An der Abzucht gibt es den Zoohartig, den gibt es schon ewig. Was wir hier schon gekauft haben, aber so wie es aussieht, hat der auch dicht gemacht. Er hat ja dicht gemacht. Oh nee, ne? Das Ding! Welches? Das ist zu gut. Och Mensch. Was ist das? Hier, die Gitarre, die will ich haben. Ey, das ist ja traurig. Hat er dicht gemacht? Das ist so. Hey, aber man kann da nicht. Was tust du? Ich! Das war mein Ding hier. Hat der jetzt dicht gemacht? Das hier wäre toll. Wie scheiße ist das denn alles? Warum? Hier hatten wir unsere Sachen her. Ja gut, hauseigene Nachzucht. Ne? Du kannst sie dann so noch anrufen. Ja. Es geht alles
Leute, es geht alles im Bach runter, es geht alles kaputt. Der langjährige. Als wir damals aus Union Lido kamen, gab es hier ein mega Hochwasser. Da stand die ganze Stadt komplett unter Wasser. Und die ganzen Häuser waren alle kaputt und abgesoffen. Ich sagte Steffi, es geht alles kaputt. Wir sind kurz. Was ist los, mein Schatz? Bist du traurig? Ich glaube, wir voll stehen an und sagt, oh, echtes Gold. Was steht denn da? Nur ein Toaster. Was ist das? Toaster. Ich verstehe es nicht. Toaster. Ein Toaster? Wir brauchen einen Toaster. Ich will keine Ahnung, was das ist. Ich will diese Gitarre da haben. Ich will das Aquarium. 1970 Wendungsbahn. Guck mal, das. Oh, guck mal, das kleine Ding da. So, jetzt sind wir da angekommen, wo wir hin wollten. Goslarer Marktplatz. Normalerweise würden hier jetzt auch die Menschen. 10.000 Menschen, die würden hier sitzen, die würden hier mit Stühlen draußen sitzen. Hier war übrigens mal mein Zahnarzt. Ja, wollte ich es mal so erwähnen. Und Goslarer Marktplatz eigentlich auch ziemlich cool. Sein Marktbrunnen, kleine Geschäftchen, Polizei natürlich. Hinter uns haben wir das Glockenspiel. Und dann gibt es so kleine Goodies, wie zum Beispiel hier den Dukatenscheißer. Der Dukatenscheißer. Da setzt man sich drauf, glaube ich, wenn man zu geldgierig war und so. Und da die Sitzfläche schon ziemlich abgeflacht ist, haben sich da schon ziemlich viele Leute draufgesetzt. Die genaue Geschichte des Dukatenscheißer weiß ich gar nicht. Müsst ihr euch mal unten in die Kommentare, ich füge das mal unten in die Kommentarleiste ein, da mache ich mal einen Link. Ja, was haben wir hier noch? Das kontrovers renovierte Kaiserwort, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht. Goslarer Marktplatz werde ich mal. Doch, steht doch drauf. Kaiserwort. Das Kaiserwort. Kommen wir sofort. Guckt es euch einfach an. Lasst es auf der Zunge zergehen. Wunderschön, wenn man hier dann Eis essen kann und. Aber leider geht jetzt hier ein Restaurant und ein Café nach dem anderen. Geld? Im Auto. Wollt ihr Eis essen oder was? Ich guck gleich nochmal, aber ich glaube nicht. Das Highlight hier vom Marktplatz ist natürlich das Glockenspiel da oben. Was jetzt natürlich auch außer Kraft ist. Da kommen dann die Bergmannsfiguren raus. Und machen ihr Schauspiel, die Glocken bimmeln. Im Schiefer ist auch eine Lounge drin. Da drüben geht es in die Fußgängerzone, da gibt es Karstadt, Schuhgeschäfte, Handyläden und. Ja, keine Ahnung. Wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir über den Schuhhof? Auf dem Schuhhof steht der Weihnachtswald. Hier befindet sich dann auch der Weihnachtsmarkt. Ach nee, komm, wir gehen hier an der Kirche hoch. Ja, wir gehen jetzt Richtung Auto zurück. Richtung, das Auto steht. Trostlos, traurig. Goslar macht sich eigentlich gerade richtig raus und das ist ein richtiger Niederschlag, diese Corona-Krise. Restaurant zum Eichhörnchen. Die Armee der 12 Monkeys. Hier hinter steht der Nagelkopf. Da.
auch ein Kunstwerk. Ein Kopf mit fetten Nägeln. Die haben sich was Schönes einfallen lassen mit einem Schirm. Du musst den auch noch festhalten. Ach so. Ja, meine Nette, hier waren wir früher mal drin. Hier nach dem Schützenfest sind wir hier in dieser Pinte hier versackt immer. Weißt du das noch, Steffi? Wem bist du versackt? Hier sind wir nach dem Schützenplatz immer rein. Dann ging es nochmal in die Stadt und dann haben wir hier abgefeiert. Ja, was denn? Mein Goslar. Okay, im Hintergrund haben wir jetzt die wirklich schöne Marktkirche. Da gibt es eine Himmelsleiter, da kannst du ganz hoch. Ich stehe mal kurz auf. So, da oben in diesem Turm. Diese Türme sind verschieden, weil da, glaube ich, mal einer irgendwie renoviert werden sollte und es war kein Geld da oder sowas. So, seht ihr den Turm da oben? Da kann man drauf. Nur 2 Euro und dann kannst du da über ganz Goslar gucken. Oh, das ist toll. Das sollte man mal machen. Ja, das ist schön. Da siehst du echt Goslar mal aus einer ganz anderen Perspektive. So, ich gehe noch mal ganz kurz hier vorne an die Ecke. Ach Mensch, eins habe ich noch vergessen. Wir müssen eigentlich, man sieht ja auch, früher wurde aus Platzmangel, wurden die Häuser nach oben breiter und die Statik hat dann natürlich nachgegeben. Und dann ist die ganze Hauswand so ein bisschen nach außen gekippt. Und oben berühren sich dann halt die Dächer. Das passiert ja des Öfteren, dass sich die Dächer hier berühren, aus Platzmangel. Steffi, hier vorne haben die Geschäfte leider auch alle zugemacht. Ich wollte mal hier einen Schwenk machen. Marktkirche. Kommt man jetzt natürlich nicht rein. Oder ist die Tür auf? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal gucken. Tatsächlich ist die Marktkirche geöffnet. Gehe ich mal ganz kurz rein. Es gibt bloß keine Stühle. Oh Gott, was für ein trauriger Anblick. Erstmal zeige ich euch die geile Orgel. Ich auch schon eine Hochzeit drin gehabt. Ich kenne jede Kirche eigentlich von innen. So, dann haben wir hier noch das Brusttuch. Wenn man hier so mit einem kleinen Fremdenführer oder so unterwegs ist, dann bekommt man natürlich auch einiges darüber erzählt. Hier auf der rechten Seite haben wir die alte Bücherei. Warte. So, da vorne haben wir noch die alte Bücherei. Oh, da gehe ich nochmal ganz kurz hin, weil da gibt es auch nochmal so ein kleines Highlight. Ist das genau diese Dachecke, die berührt sich jetzt wirklich und kippt immer weiter. Okay, hier gibt es jetzt natürlich in den Gassen noch ganz viele kleine Sachen, Museen und so weiter und so fort. Noch einmal kurz über den Schuhhof und dann geht es erstmal wieder zurück zum Auto. Das ist der Schuhhof. Gleich hier um die Ecke. Früher konnte man hier parken. Da hinten war früher mein Hausarzt. Hier auf der linken Seite normal Eiskaffee. Einen kleinen Teeladen gibt es da hinten. Schöne kleine Geschäfte. Hier vorne an der Ecke noch ein schöner Eisladen. Und da hinten ist wieder der Marktplatz. Und ich gehe jetzt wieder zurück zur Family. Ach ja, Helge. Ist auch in meinen Videos unten.
Der ist hier mal aufgetreten und hat den Paul Linkering bekommen. Helge. Das ist natürlich eins meiner großen Vorbilder, der Helge. Der weise Helge. Steffi, willst du ein Foto mit Helge haben? Oh, hi Leute. Ich habe jetzt meine Stadtführung hier fast beendet. Ich kann euch ja mal einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen von meiner Stadt. Hier an der Marktkirche, die hat sogar geöffnet und da drin sind sogar Leute gewesen und die Stühle sind ganz weit auseinandergestellt und ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir fahren jetzt noch zu einem kleinen See, weil die Kinder wollen noch ein bisschen nach Echsen und Kaulquappen gucken. Prisma will nach Hause. Oh, ja, hier gibt es ja sogar Klopapierkuchen. Wie cool. So, ich wünsche euch was. Einen schönen Nachmittag. Bis später. Ciao. So, hier ist nochmal das Heilige Kreuz. Was war das Heilige Kreuz eigentlich? Oder heißt das Heiliges Kreuz? Wenn die hier hinten... Oh, guck mal, hier ist sogar geöffnet. Wenn du hier hinten reingehst, befindet sich hier so ein Glasbläser, der macht Kunst. Und wenn man ganz nach hinten geht, dann kann man den Leuten, die gerade im Gefängnis sitzen, kann man mal zuwinken. Guck mal, Cosma. Hier, das fand ich als Kind immer so faszinierend. Das dreht sich ganz einfach durchs Licht. Nur weil das Licht drauf scheint. Weil die eine Seite dann warm wird und einen Antrieb gibt. Wollte ich immer haben. Finde ich total cool. So, das ist unser. Wie das herstellen? Ja? Das ist als erstes so gummierig und dann spritzt du das so rein. Aha. Also das ist unser Glaskünstler hier. Das Glasstudio hinterm Heiligen Kreuz. Hier steht auch immer wieder so ein bisschen Kunst drum. Und wie gesagt, gibt es hier dann auch ein Gefängnis vorm Amtsgericht. Also immer schön artig sein. Was ist denn das hier? Zum Beispiel diesen Dschungel, der war toll. Na Steffi, kannst du dich noch auf dieses fantastische Gefühl erinnern? Ja, immer wieder gern. Das Amtsgericht. Da im Flur zu warten. So eine herrliche Sache. Wenn du dann dem Täter gegenüberstehst. Mir. So, hier hinter uns der große Parkplatz. Ist der abgebrannte Dom oder abgerissene Dom. Hier sind wir jetzt angekommen, wieder an der Kaiserpfalz. Hier liegt auch ein bisschen Kunst in der Gegend rum. Da hinten kann man die Abzuchtgose runtergehen. Ich weiß immer noch den Unterschied nicht zwischen Abzucht und Gose. Hier haben sie übrigens letztens bei Dachreparaturarbeiten eine Kapsel, eine Zeitkapsel gefunden von einem ehemaligen Dachdecker. Der hat die irgendwann mal da untergebracht. Sehr spannende Geschichte. Aber ja, 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 dann haben sie, ja, lass uns doch mal auch mal Zeitkapseln unterbringen. Hast du was gefunden, Cosma? Oh. So, also an sich kann man hier in jede Gasse gehen, es ist überall schön. Selbst wenn man rausgeht aus Goslar, ist es schön. Ne, oder? Ja, unbedingt. Also ich würde das sagen. Allein der Rammelsberg da. Also ja, Rammelsberg, die andere Seite am Bahnhof ist, da gibt es einen riesig großen alten Friedhof hinterm Bahnhof, der ist auch so cool. Da stehen Mausoleums, wie heißt das? Mausoleums.
mit Särgen drin, mit Eisensärgen und so. Ah ja, jetzt kann ich das nochmal zeigen. Da drüben ist das höchste Klassenzimmer. Achtung. Das höchste Klassenzimmer sozusagen aus Goslar. Das ist da oben drin. Da war ich schon mal drin. Kann man auch ziemlich cool. Ja? Oh Mann, ey, die nerven mich immer ab, ey. So, hier wird jetzt aber ganz riesig groß gebaut. Das Kaiserpfalz-Quartier, 4-Sterne-Hotel, Tiefgarage. Weil hier hinter ist nämlich das ehemalige BGS-Gebäude und die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Jetzt bauen sie halt ein Hotel drauf. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal weiter. Popel nicht. Nein, vielleicht ist es. So, wir sind jetzt nochmal auf der Bahnhofseite von Goslar. Hier sind so eine kleine Vorstadtvillen. Und in der Straße hier, der Bahnhof befindet sich im Westen von Goslar, Richtung Industriegebiet. Und hier gibt es halt schicke Häuser, hier sind die Ärzte drin. Hier zum Beispiel auf der linken Seite, Steffi, das weißt du gar nicht, hier ist meine Neurologin. Ich stehe direkt davor. Nun doch. Guck mal, er lässt den Kleinen darüber fahren, wie süß. Sein Fahrrad hatte Kühlschrank, hier vorne oder? Befindet sich noch eine Kirche, dann kommen wir am Achtermann raus, das wollte ich noch kurz zeigen. Und dann sind wir eigentlich auf der Seite hier so ziemlich durch. Unten in Goslar gibt es eigentlich nur Wohnhäuser. Jetzt fahren wir mal kurz zum Achtermann. Richtet für 295 Euro. Guck mal, hier in dem Haus hier links haben sie dir damals, hat der Arzt dir die Polypen diagnostiziert. Mhm. Boah, das weiß ich noch, ey. Und dann wurdest du operiert. Was ist das? Na, du hast doch damals so viel Rotze gehabt. So, hier haben wir noch einen schönen. Wie heißt denn der Park hier rechts, Steffi? Das ist das Stadtarchiv. Drogenpark. Der Drogenpark ist hier auf der rechten Seite. Aber die Drogenabhängigen wurden hier verbannt. Die sind jetzt hinten an der Stefanikirche. Der Neuwerkpark. Ach ja, okay. Der Neuwerkpark. Aber hier waren so viele Drogenabhängige, die haben sie jetzt aber verbannt. Die sind jetzt im Stefani-Park. Da nehmen sie einen Park. So, jetzt bin ich nochmal auf die Bahnhofseite rübergefahren. Der Bahnhof befindet sich hier hinter uns. Hier ist das große Hotel. Achtermann. Ziemlich modern eigentlich drin, aber mit alt verbunden. Die Zimmer da drin sind so richtig mit alten Steinen und modernen. Eine Architektur verbunden. So, und jetzt gehe ich noch mal hier in die Fußgängerzone rein. Die zeige ich euch noch mal ganz kurz. Hier haben sie auch versucht, ein altes Gebäude so ein bisschen mit moderner Architektur wieder herzurichten. Da fehlt der Turm, haben sie einfach ein Stahlgerüst draufgesetzt. Das war früher die Post und Telekom, da habe ich mein Praktikum gemacht hier. So, aber man sieht schon, Fußgängerzone etwas moderner. Hier ist das alte Standesamt, dahinter ist das Ratsgymnasium, das Woolworth. So sieht dann halt die Fußgängerzone aus, das ist das Standesamt. Und dann haben wir hier wieder so ein bisschen Kunst, die beiden Dicken. Und jetzt gehen wir mal nochmal zum Bahnhof. Die andere Richtung da hinten, die muss man eigentlich gar nicht sehen, unten am breiten Tor. Da gibt es noch einen alten Judenfriedhof. Vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz anhalten. Das ist auch interessant, den haben sie super versteckt. Möchte ich auch gar nicht so verraten, wo sich der befindet. Aber wenn man mal hier ist, dann kann man ja mal nachfragen. So, da drüben ist das alte Odeon-Theater. Aber das ist jetzt ziemlich runtergekommen. Da versuchen sie jetzt gerade so ein bisschen Geld zurechtzulegen, dass sie das renovieren können, weil das war eigentlich ziemlich cool. Das ist ein richtiges Theater. Auf der linken Seite sieht man halt einen ganz normalen Bahnhof. Ist halt auch alt mit einem großen Platz davor. Ja, und dann wird es hier eigentlich recht modern. Hier gibt es noch eine Kirche. Und das ist halt der berühmte Achtermann. Hinterm Achtermann für die Bahnstrecke dann lang. Da oben kann man eigentlich auch parken, wenn man direkt in die Fußgängerzone will, dann geht man hier hoch. Bitte. Da hinten ist wieder dieses Parkhaus und der Bismarck. Und hier sind dann auch wieder Einkaufsmärkte, unser Bahnhof. Also das ist so die modernere Seite von Goslar, sage ich mal so, ne? Gut.
haben wir die Seite auch. Hier führt dann auch der Schützenumzug lang und durch die ganze Stadt. Da sind wir auch mal mitmarschiert mit unserem Sportclub. War eigentlich ganz witzig, aber ist ja alles dieses Jahr nicht. Ja, dumm. Alles dumm gelaufen. So, jetzt mache ich das so. Ich fahre einfach nochmal eine Runde quer durch die Stadt. Weil vom Bahnhof aus kann man nämlich hier durchfahren. Es knallt gleich. Ach, super. Guck mal, hier vorne links kommt, wie heißt der Teufels? Der Weberturm? Das ist nicht, ja, mein Weberturm. Da hat Steffi mal drin gewohnt. Ja, da hat Mami mal drin gewohnt. Ja, ich weiß. Den Weberturm werde ich auch mal verlinken. Oh, das war toll. Ich hatte auf dem Balkon immer meine Meerschweinchen, die konnten. Pass auf, hier auf der linken Seite. Den werde ich jetzt mal verlinken, weil die Fotos vom Weberturm sind nämlich von mir gemacht. Wo hast du gewohnt? Und man kann da jetzt übernächtigen. Weil der nämlich. Der, wo hast du gewohnt? Oh, Cosma! Weil der nämlich Bekannten gehört. Von Steffi. Eine Freundin, in dem Turm. Deren Nein, Mann hat ja. den gekauft. Den? Ja. Oh, Cosma, ey, da bin ich aufgewachsen, Schatzi. So, jetzt sind wir im Stadtring. Geboren und wir könnt ihr jetzt mal ruhig sein? Oh, jetzt sind wir im Stadtring. Wir waren da noch schon mal drin und da sind wir ganz im Kreis hochgegangen. Ja, genau. Ja. Da war auf jeder Etage ein oder zwei Zimmer. Guck mal, hier vor uns ist das Pressehaus, die Goslarsche Zeitung. Da bin ich auch ab und zu mal. Auf der rechten Seite das hässliche Karstadt-Gebäude. Wer weiß, wie lange das noch steht. Boah, wenn man kotzt, wenn man ins Parkhaus fährt. C und A haben wir. Vor uns rechts ist die groß umstrittene damals Fußgängerpassage. Hat sich dann doch irgendwie durchgesetzt. So, und jetzt geht's hier wieder runter. Links ist die große Pressegebäude, Tätowierer haben wir, Shisha-Bar, ah ne, die ist weg. Du, eigentlich gar nicht so interessant. Ich fahre jetzt nochmal einen kleinen Schleichweg. Da kommen wir dann nämlich, glaube ich, am alten Judenfriedhof vorbei. Ist vielleicht auch, dann können wir nämlich an der Stefanikirche nochmal rum. Fahre ich nämlich hier durch. Hier gibt es auch so ein paar Parkplätze, wenn man es weiß. Da ist die Stefanikirche vor uns. Und da findet man jetzt aktuell links daneben in dem Park die Drogenabhängigen. Sollte man nicht unbedingt reingehen. Macht dann Aua am Po, wenn man sich auf eine Bank setzt. So. Bitte gehen Sie rüber. Lass uns doch lieber nochmal die schwarzen Nudeln machen. Dann brauchen wir jetzt nicht extra was zu kaufen. So, hier ist die breite Straße. Ich habe auch Bunte mitgebracht. Die führt dann direkt hoch zum Marktplatz. Die kreuze ich jetzt aber. Solche. Kopfsteinpflaster. Gold oder nur rot? Grün, rot, gelb. Das riecht auf jeden Fall gut. Das sind doch so Waschlappen oder was? So. Ja, für alles hier. So hier kommt's. Hier führt der Ring vom Marktplatz wieder runter. Hier kann man halt sehr schlecht gucken. Hier sind wir damals, kann ich erzählen, hier sind wir damals mal mit einem Pajero Jeep, sind wir mit Vollgas hier lang gebrettert. Volle Pulle. Und dann sind wir vorne die Brücke hochgesprungen. Ey, echt, das war nicht witzig. Warum? Ja, wir haben ja Vollgas gegeben. Hier sind wir hochgesprungen, hier sind wir aufgekommen und da ist ein Reifen geplatzt. Oh, hier auf der linken Seite, warte. Hier ist, man macht so doofe Sachen, wenn man so Jugendlicher ist. Hier ist die Gose. Und hier auf der linken Seite ist auch wieder eine kleine Kapelle. Da habe ich auch schon eine Hochzeit drin gehabt. Die ist, ja, die ist total schön, ist das. Werde ich mal verlinken. Ich werde das zu Hause mal googeln, wie die heißt. Total schön. Also da war ich mit der Kappel drin. Gut, ich darf keine Namen sagen. Oh, Moment. So und oh, Auto hinter uns. Dann sind wir mit dem geplatzten Reifen sind wir hier gegen die Hauswand gefahren. Da sind wir gegen gebrettert. Ja. So, guck mal, wenn wir jetzt hier, da war ich aber nicht dabei. Wenn wir jetzt hier hinten rauskommen, sind wir nämlich wieder. Mensch, Leute! Sind wir wieder direkt an den Judenteichen in der Gegend, wo wir gewohnt haben mit Bilbo. Da. So. Das sind wahrscheinlich Frösche. Ja, alles voll. Nicht nur einer. Mami. Quack, quack.
So, hier, das ist wieder der Außenring jetzt, der runterführt zum Osterfeld. So, und jetzt mache ich, glaube ich, mal Cut. Ja, reicht. Oh, Leute. So, etwas zeitversetzt. Ich bin heute tatsächlich nochmal mit dem Fahrrad in Goslar und dachte mir, ich nehme mal die Kamera mit und mach noch mal ein paar Sequenzen dazu. Also wundert euch nicht, ich habe heute ein anderes T-Shirt an und bin jetzt noch mal an der Stadtmauer in einem schönen Park. Oh, ich hoffe, man kann mich hören wegen dem Mikro, das ist jetzt umgedreht. Und dachte mir, mache ich hier noch ein paar schöne Aufnahmen, denn hier habe ich ja auch so meine Jugend verbracht. Hier habe ich übrigens meine erste Münze gefunden, ohne Sonde. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Ich zeige euch mal, wie schön das hier ist. So, das war genau hier. Hier habe ich damals mit meinem Kumpel gespielt. Und hier vorne an der Ecke, genau hier, wo ich jetzt stehe, habe ich meine erste alte Münze gefunden. Ja, wir sind jetzt wieder in dem, sozusagen bei den Judenteichen an der Stadtmauer. Auf der linken Seite ist wieder der Schützenplatz. Da habe ich jetzt geparkt und hatte mein Fahrrad auf dem Auto. Auf der rechten Seite geht es wieder zur Kaiserpfalz. Und wir gehen jetzt aber mal. Ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs. Und wir fahren jetzt mal hier hoch und dann fahren wir nochmal rechts in die Stadt rein. Und da zeige ich euch mal nochmal so ein bisschen die andere Seite der Stadt. Da, wo eher so ein bisschen gewohnt wird. Und ich denke, mit dem Fahrrad ist das eine ganz coole Sache. Ich habe den Pop-up, also den Windschutz drauf. Und ich denke, das müsste eigentlich funktionieren. So, jetzt bin ich am Ende des Grabens angekommen. Also ich bin jetzt quasi von da hinten gekommen. Und hier, ach, das ist das Mundloch. Also ich lerne ja auch immer dazu. Ich dachte, das da vorne ist das Mundloch. Da haben sie ein bisschen Algenkram rausgeholt. Hier ist das Mundloch. Da unten, das ist ein Stollen. Der geht 2,6 Kilometer in den Berg rein und leitet halt Grubenwasser ab. Jetzt führt da gerade nicht mehr so viel Wasser. Aber das Wasser, was da unten steht, kommt direkt aus dem Bergwerk. Super cool. So, das findet man hier öfter so. Stollen und so Entwässerungsgräben und Lüftungsschächte und so weiter. Und jetzt zeige ich euch noch, wo große Abzucht, fragt mich nicht. Große Abzucht. Ich weiß, ich verwechsel die immer, ob es das gleiche ist und dann nur den Namen ändert. Aber ich zeige euch jetzt mal, wo das die Abzucht quasi durch die Stadtmauer das Wasser halt aus der Stadt rausbrachte. Das ist hier auf der rechten Seite. Ja, wenn wir früher Schulführungen und so mitgemacht haben, mussten wir das alles auswendig lernen. Das kam in Arbeiten vor. So, sieht so aus. Schönes Bild. Da ist die Stephanikirche dahinter. Das ist das Loch, was halt das Abzuchtwasser oder Gosewasser, weiß ich jetzt nicht. Ich muss das nachher mal recherchieren, aus der Stadt herausführte. Und das war natürlich auch vergittert und alles und bewacht, damit da niemand eingedrungen ist. Und dahinter sieht man schon die Stephanikirche, da fahren wir auch gleich mal hin. Jo. Geht's jetzt erstmal weiter. So, hier waren wir vorhin jetzt auch schon. Das sind wieder die Judenteiche. Ich versuche jetzt da hinten quasi auf den Wall hochzukommen. Und über den Wall fahre ich dann in die Stadt. Seht ihr, von der Seite habe ich das vorhin gefilmt. Das Osterfeld ist auf der anderen Seite. Oh, jetzt geht's hier hoch. So, jetzt bin ich doch noch mal etwas weiter hochgefahren, weil das auch ziemlich cool ist. Das ist das alte Kriegerdenkmal, nennt man das hier. 5000 gefallene Goslarer Jäger. 1914 bis 18. Das ist hier oben am Hohen Weg, an der ehemaligen BGS-Kaserne. So, und jetzt geht's aber runter
Jetzt wollte ich euch den alten Judenfriedhof zeigen, den jüdischen Friedhof. Dazu lasse ich mich einfach mal runterrollen und dann lande ich eigentlich direkt dort unten in der unteren, sag ich mal, im bewohnten Viertel von Goslar. Nicht die Altstadt, sondern eher, wo die mehr die Straßen sind. Und die Stefanikirche zeige ich euch auch noch. So, ab jetzt brauche ich mich quasi bis zum breiten Tor. Das werde ich jetzt tun. Dann rolle ich da vorne links auf den alten Stadtwall hoch. Von da aus habe ich noch einen schönen Blick über Goslar. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich nicht aufs Maul fliege. So, jetzt bin ich auch schon auf dem Wall. Geht hier jetzt über so einen Weg und dann geht es gleich wieder runter. Sozusagen da unten sind jetzt die Teiche. Ich fahre jetzt oben drauf Richtung Innenstadt. So, das ging recht schnell. Wenn du jetzt hier runter kommst, kommst du direkt. Direkt wieder in die Stadt, in die Ecke, wo wir damals mal gegen die Wand gefahren sind mit dem Jeep. Und hier auf der rechten Seite, da fahre ich jetzt durch, das alte Friedhof. Man sieht auf der rechten Seite ganz gut die Befestigungsanlage. Dahinter kommen dann halt die Wälle und Gräben. Und da vorne auf der rechten. Ich dachte, ich habe im Blog dieser gelesen, das alte Judenfriedhof. Mal gucken, ob man einen Blick drauf werfen kann. Hier führt jetzt auch wieder die Gose durch. Ach, wisst ihr was, hier fahre ich jetzt mal ein Stück hoch. Weil wenn man hier spazieren geht, das ist hier richtig schön. Noch so richtig teilweise wie früher. Da hast du noch so, so kleine Brücken, die dann in die Wohnung rüberführen. Ich zeige euch das. Ich ziehe einfach mal noch ein paar Aufnahmen, weil heute so schön die Sonne scheint. Ich dann noch mal ein Stück hoch und dann geht es aber zurück zum alten Judenfriedhof. Da hinten sieht man noch, als wir das Hochwasser hatten, könnt ihr euch erinnern, Union Lido, als alles unter Wasser stand. Da hast du noch, da hinten noch die Schäden in der Stadt, an der Mauer der Große. Und dort standen natürlich auch alle Keller unter Wasser. Millionen Schäden hier in der Stadt. So, jetzt bin ich auf so einen Platz angekommen. Zeige ich euch auch noch kurz. Aber runter zum alten Friedhof. Das war schon schön, ne? Also, muss ich ja echt mal sagen. Jetzt habe ich hier was entdeckt. Das muss ich euch mal zeigen. Guck mal hier. Das war das Hochwasser. Und wenn man aufs Datum guckt, Juli. 26. Juli 2017. Da müsst ihr mal in meinen Videos gucken, wo wir da waren. Das Hochwasser war nämlich, als wir auf Union Lido waren. Und das war nicht schön, auf Union Lido zu erleben, wie hier alles absäuft.
So, jetzt fahren wir mal hier nochmal ein Stück an der Gruse hoch. Und dann drehe ich aber um und wir fahren runter zum alten Friedhof und dann auf der rechten Seite, quasi nicht an der Harzseite. Ich kenne das hier alles ehrlich gesagt noch gar nicht. So, jetzt brauche ich hier nicht weiterfahren. Also hier war wirklich, hier waren die Schäden echt extrem. Die ganze Mauer auf der linken ist auch, glaube ich, erhöht worden. Da hinten ist dann wieder das Tiergeschäft, was jetzt leider geschlossen ist. Jetzt drehe ich aber um und wir fahren wieder runter. So, normal müsste das jetzt hier die andere Seite vom Mundloch sein, also von der Stadtmauer. Und auf der anderen Seite führt das dann da eben raus. Und da befindet sich auch der Judenfriedhof. Der ist hier um die Ecke, genau, Glockengießer. Achso, das ist das Wasserloch, genau. Das hinten ist das Mundloch vom Bergwerk und das hier ist das Wasserloch. Stehen hier auch immer so schön auf Schieferschildern beschrieben, was es ist. Und hier hinter der Mauer, ich war da noch niemals drauf. Da vorne seht ihr schon wieder das breite Tor. Ach, das ist direkt hier an der Kreuzung. Ah, okay. Moment. Und da sind wir schon richtig. Er zieht sich da wahrscheinlich dann noch hoch. Wie gesagt, ich bin da jetzt noch nie drauf gewesen, aber es sieht sehr interessant aus. Gut. Fahren wir jetzt erstmal ganz kurz zur Stefanikirche hoch und dann fahren wir auf der anderen Seite rüber zum Großen Friedhof, also Richtung Großen Friedhof. Ja, leider ist Goslar auch vom Aussterben der kleinen Geschäfte bedroht, weil die ganzen Geschäfte werden ins Gewerbegebiet nach außen verlagert und die fahren sie halt alle raus zum Einkaufen. So, der sogenannte Ulrischer Garten, unser Drogenpark. Und jetzt kommt hier die Stefanikirche. Ziemlich cool. Ich fahre jetzt einfach mal rum. Aber die steht so ein bisschen abseits auf der Hauptstraße, wenn man hochfährt. Deshalb müsste man hier ein Stückchen runtergehen, zurück zum breiten Tor. Hoffentlich sind sie nicht mit auf dem Film. Jetzt fahre ich noch mal zu unserem alten Kino. Das ist ziemlich kultig. Da habe ich meine ganze Jugend drin verbracht. Wenn dann Kino, Goslarer Stadttheater. Ja, traurig anzusehen. Aber es ist auch zu. Ich hoffe, dass sich das wieder berappelt, weil das ist ein richtiges cooles Pupskino. So wie man es kennt, hinten mit Sofaecken, da durfte man früher noch drin rauchen. Das befindet sich mittig der breiten Straße und ich fahre jetzt wieder runter vom breiten Tor aus mal in die andere Richtung hoch. So, jetzt bin ich wieder unten am breiten Tor angekommen und fahre jetzt nicht durch das Tor hoch und auch nicht auf der Harzseite, sondern ich fahre jetzt
die Mauerstraße hoch. Da war früher auch die Polizei, die ist jetzt auch nicht mehr in der Stadt. Und fahre dann am Bahnhof vorbei auf die, ich hatte das vorhin verwechselt, das ist ja, wir sind auf der Ostseite jetzt, nicht auf der Westseite. Und dann fahre ich zum alten Friedhof rüber und mache dann einen großen Bogen nochmal zurück. Ja, und mal gucken, was ich da noch so finde. So, da haben wir noch ein kleines Wahrzeichen. Ich weiß gar nicht, wie die Kleinen heißen, auf jeden Fall. Ja, steht nichts dran. Die steht ja auch schon ewig, die Skulptur. Und hier ist halt eher so Wohnviertel, ne? Also die im Harz abgewandte Seite ist jetzt gar nicht so interessant. Da fährt man einfach nur hoch. Und oben landet man am Bahnhof. Ja, dann versuche ich hier mal durchzuziehen. Ich fahre da hinten über die Brücke. Pass auf, Leute, Mitte der Mauerstraße gibt es einen kleinen Insider. Den wollte ich euch ganz kurz mal zeigen. Und zwar gibt es hier so einen kleinen Schrank. Da drin befindet sich ein Kühlschrank. Und im Kühlschrank ist heute nichts drin. Aber normalerweise packen da Leute, die packen da ihre Sachen rein, die sie zu viel gekauft haben. Und dann kann man da tauschen und kann sich was rausnehmen, manchmal Schokolade drin und aber das muss natürlich frisch verpackt sein. Und so, jetzt fahre ich jetzt mal weiter, nichts zu fressen. So, noch etwas höher. Mauerstraße ist der kultigste Kiosk, den ich überhaupt kenne. Hier habe ich früher auch immer auf den Bus gewartet, ja? Denn ich habe hier oben gewohnt. Und hier gab es Süßigkeiten, die haben sowas nach Rauch geschmeckt, weil der Typ da drin nur geraucht hat. Aber irgendwie hat man es trotzdem gekauft. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wo ich gewohnt habe. Und zwar, ich drehe mal kurz die Cam um. So, da drüben, dieses weiße Haus mit dem Turm dran. In dem Turm hatte meine Schwester gewohnt. Wir haben unten im Souterrain gewohnt. War ziemlich cool, ziemlich riesig. Das war halt die ehemalige Geobar. Hier direkt an der Bahn. Das führt jetzt rüber zum Bahnhof. Hier links haben wir aktuell den Mauerabrutsch der alten Stadtmauer. Ja, und dann muss ich jetzt mal wieder runter zu meinem Fahrrad. Das hier war so früher mein Schulweg. Da habe ich mich da unten an den Bus gestellt. Aber da musste ich umsteigen. Dann bin ich lieber runtergegangen zum Breiten Tor und bin da eingestiegen. Und zwar, ja, durch einen kleinen Weg, der geht hier unten an der Bahn lang. Gut, und weiter geht's. Ach, das war übrigens ein Fahrzeug meiner Eltern. Die fahren hier überall rum. Die haben hier nämlich um die Ecke ihr Büro. Und die fahren jetzt zur GZ, zur Zeitung. Aber, naja. Anderes Thema. Das ehemalige Polizeigebäude ist jetzt auch ein Apartment-Hotel geworden, auf der linken Seite. Ah, meine Eltern haben auch noch Feierabend. Da ist das Büro meiner Eltern. Möchte ich gar nicht reinfilmen, mache ich nicht. Und jetzt geht's hoch zum Achtermann und zum Bahnhof. Jetzt bin ich auf der Rückseite vom Achtermann. Der Achtermann hat das große Parkhaus hier. Da kann man auch von oben nach unten durchfahren, also von der Bismarckstraße oben runter in die Stadt. Und wenn man da keinen Parkplatz bekommt, früher war das so, hast du aber das Ticket in der Hand gehabt und auf dem Ticket gab es einen McDonald's-Gutschein. Und rate mal, wer da regelmäßig keinen Parkplatz gekriegt hat. Haben wir früher Scheiße gemacht. So. Okay, da vorne ist das Hotel, der Achtermann. Da muss ich euch noch was ganz Besonderes zu zeigen, aber hier auf der linken Seite mit dem Weberturm zu erkennen an dem schiefen Dach oben drauf. Und in dem Turm hat tatsächlich Steffi gewohnt. Da gibt es noch Bilder. Ich verlinke das jetzt mal. Der ist von einem Bekannten gekauft und renoviert worden. Und da kannst du jetzt drin wohnen. Sieht total geil aus. Die Bilder im Netz sind übrigens von mir. Jetzt fahre ich hier erstmal rum. Und
am Achtermann vorbei, am Bahnhof vorbei, zum alten Friedhof rüber. Aber erstmal zeige ich euch noch, was sich hier hinter dem Parkhaus befindet. Da ist nämlich was ganz Ominöses. Es kommt sogar gleich ein Zug. So. Gibt es hier drunter echt eine Dusche? Da sind die dann echt, hinten steht Zug. Da sind die dann echt von der Sauna hier runtergegangen und haben erstmal eine Runde geduscht, sich abgekühlt. Und hier ist auch ein cooler Blick. Hier kannst du nochmal so schön an der Stadtmauer entlang gucken. Da kommt gerade der Zug und da hinten im Hintergrund ist der Sudmer Berg, wo ich am Anfang war. Da kommt auch gleich der Eriks. So, und jetzt weiter im Text. So, jetzt habe ich doch nochmal einen kleinen Abstecher gemacht in die Innenstadt. Ich schwenke mal ein bisschen höher. Wie man sie in jeder Stadt kennt, halt Karstadt. Super hässliches Gebäude, da kannst du auch drin parken. Hinter uns hast du die Fischmaker, die Fußgängerzone. Hinten befindet sich eine Einkaufspassage. Du kannst hier in verschiedene Richtungen kannst du weggehen. Eis essen, C&A, H&M. Und Sportgeschäfte, Handyläden und. Und da gehe ich jetzt mal hoch und zeige euch ganz kurz noch. Ich habe einen kleinen Abstecher gemacht, die Einkaufspassage. Und dann fahre ich aber zum Achtermann zurück und zeige euch kurz die Kuriosität. So, ich gehe da jetzt nicht rein, weil da nämlich Maskenpflicht herrscht. Also, Mitte Fischmaker, H&M, Fischmaker, H&M, Chibo. Da geht's rein in die Passage. Da unten ist ein Einkaufsmarkt drin und Deckard, die ganzen Schuhgeschäfte, Schreibwarengeschäfte, Jacket Jones. Und ist ganz schick geworden, aber möchte ich jetzt nicht reingehen und drin filmen. Deshalb geht es jetzt zurück zum Achtermann. Achtermann, das Hotel. Komische Stimmung hier mit den Masken. Ich will hier weg. So, ich habe noch mal ganz kurz an der Jakobikirche Stopp gemacht. Die ist geöffnet. Und da gehen wir mal ganz kurz reingucken. Hier hatte ich auch schon eine Hochzeit drin. Sind immer so bedrückend. Außerdem bin ich oft genug in der Kirche. So, mal gucken, ob sie mein Fahrrad geklaut haben. So, und gleich neben der Kirche befindet sich die Schule, das war das Ratsgymnasium. Ich kann hier jetzt gerade nicht so filmen, gehe ich jetzt mal rüber. Aktuell auch Klassenzimmernotstand, Schulcontainer mit auf dem Schulhof. Ja, das ist Steffis Schulzeit gewesen und hier habe ich sie damals vor der Schule mit meinem ersten Chirurgo abgeholt. Oh, wie peinlich. Naja, aber es hat ja gehalten. Chirurgo vom Ratsgymnasium abgeholt. Aber hier war das gar nicht unangenehm. So, jetzt fahre ich hier hinten rum. Hier befindet sich noch eine Kirche hinter. Da fahren wir jetzt eben mal rum. Durch den Park und dann sind wir schon am Bahnhof.
Was ist denn das hier? Gerade einen neuen Laden entdeckt. Was verkaufen die denn hier? Second-Hand-Laden oder was? Wir haben so ein China-Geschäft. So, guck. Hier fahre ich jetzt hoch. Das ist das Ratsgymnasium und da hinten ist so ein kleines Tor. Da geht's in den Garten der, ja, mit Kirchen habe ich es ja nicht so, der Neuwerkskirche, glaube ich. Oder war ich da hin? Ich gehe mal gucken. So, angekommen an der Neuwerkskirche. Wenn ich rückwärts in den Park mal kurz reinfährt, ich kann euch das kurz zeigen. Aber ich war da eben und da muss man jetzt nicht unbedingt reingehen, weil da hängen echt die Drogenjunkies hier ab. Viel Scheiße. Und da der andere Park da hinten wahrscheinlich geschlossen war, sind sie jetzt wieder hier. Dann kann man durchgehen, aber hier gab es auch mal einen Spielplatz nicht zu empfehlen. Schade. Hier gab es sogar mal so eine kleine Drogenhütte, weißt du, wo man sich Spritzen und so rausholen kann. Also geht ruhig hin, aber das sind halt so meine Eindrücke von so einer Stadt und meinetwegen muss das nicht hoch. Ich werde jetzt auch nicht um die Ecke filmen, ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Ich fahre jetzt mal weiter zum Bahnhof. Okay, Goslarer Bahnhof. Nicht spannend. Aber alt. Gehe ich mal hier raus. Auf dem Bahnsteig stehen die Eriks, die hier hinten direkt an unserem Grundstück vorbeifahren in Fienburg. Die fahren hier Richtung Braunschweig und so weiter. Ja. Also da drüben ist der Kattenberg mit der BMX-Bahn drin, wo wir früher gefahren sind. Hier hoch geht es halt zum Bismarck-Denkmal, wo wir schon waren, wo ich gewohnt habe. Hier hinten gibt es Parkplätze, hier gibt es den Landkreis und die alte Post. Aber hinterm Bahnhof gibt es halt auch den alten Friedhof. Und den finde ich persönlich, boah, ey, warum muss so ein Bahnsteig immer so extrem verdreckt sein? Das sind Menschen, ne? Einfach hier weg. Am Arsch. So. Okay. Ab zum alten Friedhof. Der Bahnhof von der Rückseite. Ist auch immer eine kleine Kneipe drin, wo wir manchmal drin waren. Kann mich an eine Karaoke-Bar erinnern. So, jetzt geht's aber erstmal weiter an der Post vorbei zum alten Friedhof. Okay, ich habe hier gerade noch was entdeckt. Und zwar nennt man das Füllekuhle. Da hinten ist die alte Post am Bahnhof. Und die Füllekuhle ist nämlich interessant. Nicht nur, dass hier manchmal abgefragte Autos stehen. Es ist so ein kleiner Insider-Parkplatz. Und das Besondere an diesem Parkplatz ist, es ist ein Wohnwagenparkplatz. Ich kann mich daran erinnern, früher gab es hier sogar eine Wohnwagen-Fäkalienstation. Die haben sie weggemacht, die haben sie bestimmt kaputt gemacht. Na, wenn man sich hier umguckt, hier hast du ein paar Wohnwagen stehen, Wohnmobile, da hinten stehen sogar Wohnwagen. Da steht noch so ein altes Wohnmobil da hinten. Hier kann man stehen. Da hinten, da stehen Wohnwagen. Das ist die Füllekuhle und hier steht ein Auto meiner Eltern schon wieder. Kennt man immer an dem Haar. Ist ja auch schon eingewachsen. Okay, jetzt bin ich auch schon fast da am alten Friedhof. Und zwar gab es früher einen alten Betriebshof für die Bahn mit so einem riesigen Drehrondell. Das haben sie leider abgerissen. Und davor befindet sich der alte Friedhof. Und vom Friedhof geht's rüber. Über eine Brücke nach Gut Riechenberg. Da kann man auch mal gucken gehen, aber es ist halt so ein kleines Dörflein für sich am alten Friedhof, am Stadtrand von Goslar. So, immer noch am Stadtrand hinterm Bahnhof ist der alte Friedhof und da gehe ich jetzt mal drauf. Bis zur anderen Seite, da gehe ich raus und dann gehe ich doch mal hoch auf den Kattenberg, weil das muss ich euch zeigen, wo wir früher mit BMX-Rad unsere ersten Versuche gemacht haben. So, naja, ein Friedhof ist ja nicht schön, aber
Hier waren wir als Kinder immer schon. Weil das sehr interessant ist, hier stehen nämlich so alte, wie nennt man das, Mausoleums? Und da stehen tatsächlich, und ich sehe, die Scheibe ist auch schon wieder kaputtgeschlagen, da stehen tatsächlich Särge drin. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ja, und soeben habe ich beschlossen, dass ich das nicht zeige. Da stehen riesig große Metallsärge drin und die Decke kommt runter und richtig heftig. Also Lost Place pur hier. In den anderen hier wird es wohl genauso aussehen. Und dann hast du hier so große Familiengrabstätten. Hier liest du dann die Namen von den alten Firmen, die es hier so in Goslar gab. Und hinten haben wir dann noch ein großes Kriegsfeld. Da gehe ich jetzt auch noch mal rüber und dann geht es schon wieder rechts raus. Und dann sind wir am Fuße des Kattenbergs. So, hier haben wir noch richtig schönes Häuschen. Wenn man so ein bisschen Goslar Geschichte interessiert ist, ist das auch mal interessant, hier auf den Friedhof zu gehen. Da haben sie dann auch auf der hinteren Seite schon wieder versucht, die Scheiben einzuschlagen. Also ich weiß manchmal nicht, was mit den Leuten los ist. Ey. Okay, hinten kommt jetzt jemand. Dann mache ich nochmal ganz kurz aus. Ja. Man sieht ja immer auch auf meinen Union Lido Videos, dass ich doch hin und wieder mal an diesem alten Friedhof anhalte. Es gibt ja Leute, die mögen das nicht. Es gibt ja noch einen anderen Friedhof, da liegt dann halt meine ganze Verwandtschaft. Hier glaube ich jetzt nicht so. Aber hier liegen halt dann auch Eltern meiner Oma und so. Und das ist immer so ein Ort, wenn ich hier hingehe, auch mit meinen Kindern. Die verstehen das wahrscheinlich noch gar nicht so. Weil ich war früher mit meinen Eltern oft auf dem Friedhof bei Oma. Und bei ihrem Vater. Doch, wir waren oft bei ihrem Vater. Ich glaube, das Grab gibt es schon gar nicht mehr. Und für mich ist das immer so ein Ort, der mich dann auch halt glücklich macht, dass ich noch da bin, ne? Dass ich da sein darf. Ja. Hier hat man dann auch nicht so den Lärm. Ja, und hier haben wir jetzt noch mal so eine, ich finde es im Harz auch. Teilweise unbekannte Russen und so liegen dann hier. Von 1914 bis 1918. Ja, aber ich will euch nicht länger mit der Friedhofsgeschichte hier belasten. Ich gehe raus jetzt. So 30 Jahre später, über 30, sehe ich, es gibt ihn noch. Und tatsächlich sind hier noch Biker unterwegs. Das gibt's doch gar nicht. Ist ohne Witz. Also das sind hier, ich kann euch das mal eben zeigen. Da hinten sind sie. Das sind hier so Strecken. Kannst du zum Beispiel hier runterspringen, andere Seite wieder hoch. Da gab es noch so einen Turm und dann sind hier so ganz viele Wege. Ich kann ja mal so einen Weg lang fahren. Also ob ich mich das heute noch traue, hier runterzufahren, weiß ich nicht. Früher sind wir hier mit dem BMX-Rad runtergesprungen. Hier über die Wurzeln, zack, und sind unten erst aufgekommen.
drüben hoch, um die Kurve, die zweite Senke durch da. Fahren rüber in die nächste Senke. Und ich fahre jetzt hier einfach mal so ein bisschen langsam durch. Mal gucken, ob das alles so ist, wie es früher war. Schon geil. So, das ist der Kattenberg. Wir haben da früher dann unsere BMX-Räder ausprobiert. Und heute, ja. Heute gibt es den, so wie es aussieht, immer noch. Die BMX-Fahrräder gibt es mal. Wie cool ist das denn? Ob ich die große Fahrt jetzt wage, weiß ich nicht. Bin ja jetzt auch schon an die 50. Aber schön mal wieder hier gewesen zu sein. Es ist ein bisschen zugewachsen. Das war mal die Todeskuhle hier. Oh, ich glaube, ich fahre da einfach mal durch. So, jetzt hatte ich ein etwas längeres Gespräch mit dem jungen Herrn da hinten. Junger Herr. Er erzählt mir was von früher. Malte, ich grüße dich mal auf diesem Weg. Du glaubst gar nicht, wie alt ich bin. Mein erstes BMX-Rad. Du, das habe ich mir noch von meinem Taschengeld mit D-Mark gekauft. Aber auf diesem Wege grüße ich dich nochmal. War nett, dich kennengelernt zu haben. Mach weiter so. Immer schön was erleben. Dann bleibt das Leben auch spannend. So, jetzt kann ich erstmal nichts machen. Jetzt muss ich mich an mein Fahrrad festhalten. Hier sind wir früher runtergeprescht wie die Bekloppten und noch gesprungen dabei. Bloß nicht aufs Maul legen. Tja, Malte, der hat mich so an mich früher erinnert. Heute ist aber auch ein schöner Tag, Leute. Guck mal, jetzt bin ich hier unten wieder an der Minigolfbahn angekommen. Hier war ja früher das Hallenbad. Hier waren wir ja vorhin schon. Und deshalb fahre ich jetzt über den Köppelsbleg. Da fahre ich nochmal durch die Stadt. Wisst ihr was? Ich fahre nochmal mal von hinten durch die Stadt zurück. Vielleicht kann ich euch da noch ein paar schöne Gassen zeigen. Steffi ist nämlich mit den Kindern jetzt mit den Fahrrädern zum Pferd gefahren und ich habe noch ordentlich Zeit. Deshalb, wer jetzt sowieso noch dabei ist, der möchte es bestimmt auch bis zum Schluss sehen. Dann geht es nochmal von hinten quer durch die Stadt rüber zum Osterfeld. Und so, jetzt bin ich nochmal in den Osten der Stadt gefahren. Hier hatte früher auch meine Oma gewohnt und von hier war Startpunkt für mich. Hier habe ich früher Zeitung ausgetragen. Ich glaube, jeden Samstag bin ich hier 5-6 Stunden mit 13, 14 Jahren rumgelaufen. Und habe hier so wie das hier jeden Briefkasten mit Prospekten, Zeitungen gefüttert. Und dann wurde das immer mehr. Und ich hatte dann ehrlich gesagt irgendwann auch keinen Bock mehr, weil der mich nicht... Oh, ein schönes Haus hier. So. Weil der mich nicht mehr bezahlt hatte, dieser Penner. Und ich bin dann wochenlang, bin ich dann umsonst gelaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Arschloch hat heute noch Schulden, Mann. Ja, wie kann man nur einen 13-jährigen Jungen Zeitungen laufen lassen und den nicht dafür bezahlen, ey. Ich habe mir davon damals mal einen Walkman gekauft, mein erstes BMX-Rad, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich wollte euch die schöne Gegend hier im Osten nochmal zeigen, im Osten der Stadt, die Altstadt. Ist jetzt für Autos auch größtenteils verboten. Nur Anlieger. Und hier hat sich einer was getraut und fängt an zu restaurieren. So, mal ein paar bewegte Bilder. Hier ist nichts los hier.
Hier auf der linken Seite befindet sich jetzt so eine Art Kunst- und Museumshaus, Museum Goslar, das ist das Mönchehausmuseum. Da war ich letztens auch drin, sehr kulturell, sage ich mal so. Kann man sich mal angucken. Hier sieht man nichts. Ich mache mal ganz kurz Stopp. So, da ist das Mönchehausmuseum. So sieht das Ganze aus. Hat einen schönen Garten. Einige bekannte Künstler waren schon hier. Hey, die Tür steht auf. Dann kann ich doch gleich mal in den Garten gucken. Wenn die auf ist, dann gehe ich da auch rein. Ist das geöffnet? Nie so reinspaziert. Ich mache das jetzt einfach mal. Mönchehausmuseum verlinke ich mal. Wenn ihr ein bisschen Kunst interessiert seid. Hier steht ein bisschen was an Kunst rum. Aber ich wollte euch hier never ändern. Das ist mein Satz. Merkt euch das. Kaufen, kaufen, kaufen. Man hat niemals genug. Das wollte die Künstlerin damit ausdrücken. Das hat sie auf eine Papiertüte gedruckt. Never ändern. Und das Kunstwerk hängt auch da drin. So, Mönchhausmuseum. Schicht, was ist das denn? Schicht Drechselmeister. Aha. Okay, wenn ich hier schon was sage, dann muss ich es wahrscheinlich auch richtig sagen. Wie süß. Goldschmied und Drechselmeisterschicht. Ich wurde gerade inspiriert. Das ist eine sehr coole Idee. Aha. So, jetzt geht es wieder Richtung Marktplatz rüber und dann fahre ich hinten rum runter zu meinem Auto zurück. Und so, hier oben kommen wir jetzt wieder in unserer ehemaligen Kneipe raus. Das ist unser Billardclub. Das Kö, wollte ich sagen. Hier um die Ecke. Ein ganz uriger Pub mit ganz altangesessenen, urigen Gestalten drin. So, und dann fahre ich jetzt hier auch um die Ecke. Da kommen wir dann Richtung von hinten, Richtung Marktplatz. So, wieder am Ritterramm angekommen, der mal abgebrannt ist. Nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf eine kleine Fahrt über den Marktplatz. Richtung Marktkirche, hier um die Ecke. Auf der rechten Seite ist das Brusttuch. Brusttuch findet man urige kleine Gestalten oben an den an der Traufe, glaube ich, heißt das. Unter anderem hängt da oben dann auch die Butterhanne, die frecherweise ihren Arsch zeigt.
So, Glockengießer Straße. Stehe ich jetzt vorm Trollmönch, habe ich jetzt so auch noch gar nicht wahrgenommen. Ein echt cooles altes Haus. Ist auch eine Gastwirtschaft oder eine Kneipe oder ein Restaurant drin, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man sich mal angucken. Auf der rechten habe ich noch so eine Tafel entdeckt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Na, hier stand das Goslarer Judenhaus, abgerissen 1959. Okay, so jetzt macht mein Akku auch langsam schlapp, wie ich sehe. Deshalb dürft ihr jetzt mit mir nochmal durch den Park hier runterfahren. Zurück zum Auto. Und ich denke mal, dann habe ich hier um Goslar herum alles gezeigt und das war nur Goslar. Goslar ist ringsherum riesig, die ganzen Ortschaften. Aber interessant ist halt nur diese tausendjährige Kaiserstadt, die ich euch jetzt mal gezeigt habe. So, jetzt mache ich hier nochmal ganz kurz einen Abstecher nach rechts. Und dann bin ich auch gleich zurück. Nicht, dass ich jetzt noch aufs Maul fliege. Am Auto. Ich mach mal ganz. So. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Das war nur so ein, sag ich mal, wieder so ein Corona-Special zwischendurch. Sonst ist hier viel mehr los. Am Samstag. Das Fahrrad hinten drauf und dann geht es nach Hause, nach Fienburg. Den größten Teil meines Lebens habe ich eigentlich in Goslar verbracht. Oh, jetzt steht da der ADAC-Rettungshubschrauber. Ah, das ist aber nicht gut. Was für ein Zufall. So, da oben steht mein Auto. Nehmen wir hinten mal den Hubschrauber ab. Das ist nicht schön, weil hier befindet sich ein Altenheim und da ist dann wahrscheinlich was nicht so Schönes passiert. Mag ich immer nicht so. Aber doch, immer wieder interessant, ne, so ein Hubschrauber. Heute ist echt eine Megasicht. Ja, schade, dass das die letzten Videos nicht schon so war. Da drüben ist der Hessenkopf. Da geht es hoch nach Hahnklee. Da drüben ist der Steinberg, wo ich war. Da hinten ist Goslar. Und hier drüben ist der Rammelsberg. Und Gabby jagt Schmetterlinge. Ja, schön. Da drüben ist der Rammelsberg. Das ist eine Wiese, wa? Also, das ist der Hammer, riesig. Ja, echt? Naja, finde ich fast, ey, das ist Hammer. Ja, der Wind kommt ein bisschen falsch. Ja. Alle, die noch aus dem Weg, das Kind kommt. Alter, guck mal, du kannst da hinten, diese Windräder da hinten, die sind im Osten. Da hinten. Da habe ich das erste Video gestartet bei den Windrädern. So, wir haben jetzt noch mal einen kleinen Spaziergang gemacht. Am Rammelsberg hinter den Häuschen auf der rechten Seite. Und ich war hier auch noch nie. Und das ist so schön hier. Ja? Da haben die Häuser hier direkt am Fluss. Und ich war hier echt noch nie. Ich wohne hier schon. Guck mal, was da vorne ist, Leute. Da hat jemand, was aus Stein gebaut. Da muss ich hin. Ja. Nein. Ja, nee, da können wir hin. Da ganz hinten. Komm her, wir gehen rüber. Paula, komm. Ja, irgendjemand schichtet hier. Na komm her, stell dich nicht so an, Hund. Komm, Paula, das ist nur Wasser. Ja, siehst du,
Fein. Jo. Was ist da? Im Gebüsch? Ja, ja. Oh ja, ich sehe ihn. Oh, tatsächlich. Ist der da ausgesetzt oder? Weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Kampfhund. Ey, bleib mal hier. Ohne Witz. Genau da in der Mitte. Da guckt uns gerade ein Hund an. Was ist das? Ja, aber wenn wir da jetzt auf der anderen Seite gehen, ist der Hund ja trotzdem noch da. Komm mal, lass es. Lass es, lass es, lass es. Fass es nicht an. Was? Ist das aus Metall? Ja. Ist der da allein, dieser Hund? Ich weiß es nicht. Können wir da mal kurz gucken? Steffi, da sitzt ein... Da sitzt ein Hund im Gebüsch. Ein großer. Was ist das? Ist das, ist das eine Bombe? Merkwürdig. Er kommt, nee, ich gehe wieder zurück. Der Hund ist mir nicht so geheuer. Was ist das? Ja, was ist das? Das ist total cool. Da ist eine Frau, die hat sich da aus den ganzen Steinen, Mauern und Wege und Treppen gebaut. Total irre. Voll irre. Ey, das ist ein bisschen viel Arbeit, was die da gemacht hat, oder? Das ist ja mal tausend von Steinen geschichtet. Na gut, ey, was ist denn das hier? Also, wenn ich das mache... Ist das ein Höhleneingang? Guck mal auf der anderen Seite. So, also ich sage immer, wenn ich nicht in Goslar wohnen würde, ich würde es total schön finden, glaube ich, wenn ich hier so Urlaub machen würde. Jetzt fährt hier schon wieder die Polizei vorbei, vielleicht ist doch irgendwas Böseres passiert. Naja, so, ich mach's gut, auf Wiedersehen, ciao.